So, Servus. Leg mal gleich los. Ich habe jetzt heute mal wieder was ganz anderes vor. Ich will mit der Fokker F7 fliegen. Und zwar mit der modernen Variante und die mit den drei Motoren. Bei der muss man wahnsinnig aufpassen. Die kannst du mal schon zeigen. Hier im Hangar. Ursprünglich ist ja die Fokker ein einmotoriges Modell gewesen. Ja. Im Grunde genommen ein sehr schönes Flugzeug, aber eine Holzbauweise im Gegensatz zu der Trimotor. Gucken wir nachher mal schon im Vergleich her. Total untermotorisiert. Also der Motor hat im Grunde genommen gerade so geschafft, das Teil in die Lüfte zu bringen, und das war es dann auch. Man hat überhaupt keinen Spielraum gehabt. Man hat das Flugzeug in der Luft halten müssen, und das war die Herausforderung. Man konnte jetzt nicht mal schneller, mal langsamer, mal oder irgendwie anders fliegen. Man muss einfach so machen, dass es funktioniert hat. Auch hinter der Spornrad war kein Spornrad, sondern einfach nur so eine Stange, nicht mal eine Schiene. Ja. Und dann sind die Leute auf die Idee gekommen, ja, machen wir doch einfach nochmal zwei Motoren drauf. Und dann, man kann da schon noch Ende reingucken. Ist interessant. Ja. Das hier ist der Kompass. Mit dem Kompass, da kenne ich mich nicht so aus. Das ist ein ganz normaler Whisky-Kompass, also ein Magnetkompass. Und da kenne ich mich nicht aus. Also, die kommt da immer durcheinander. Mal gut, wenn man damit befassen würde, wäre es kein Problem. Bei dem alten Flugzeug war es einfach so: man hat eine Steckreite von 200 Fuß pro Minute einstellen können. Und wenn man höher gestiegen oder schneller gestiegen ist, ist die Geschwindigkeit so zurückgekommen, dass man ins Ziel nicht gekommen ist. Ja, also das war im Grunde genommen gar nicht flugtauglich, richtig. Und wie gesagt, dann sind dann die Ingenieure auf die glorreiche Idee gekommen, sie könnten ja zwei Motoren zusätzlich noch machen. Das war noch die Variante. Was dann aber dazu geführt hat, dass die Struktur von dem Flugzeug die Drehmotoren gar nicht verkraftet hat. Ja, also es gibt eine, wie soll man sagen, die Motoren können mehr rausholen, wie das Flugzeug verträgt. Ja. Später hat man dann nachgerüstet. Und mit der fliege ich auch. Das sieht dann so aus. Ja. Plus, Moment. Ich nehme natürlich meine eigene Livery, ist ja klar. Die basiert auf der Xbox Livery. Und ist ein bisschen mehr bearbeitet wie die Indiana TV Livery. Die Indiana TV Livery hat eigentlich im Grunde genommen nur die blaue Farbe abkriegt und auf dem Moment. Und hier den Aufkleber, und das war's. Ja. Und bei meiner eigenen Livery, hoppla, das war das Falsche. Bei meiner eigenen Livery habe ich auch die Dinger ein bisschen verstärkt, die Schattierungen. Und natürlich Pin-Up-Mädel als Ding. Ja, und im Innenraum habe ich es auch ein bisschen heller gemacht. Ja.
Und außer die Farbe, das ist nicht einfarbig, das hier. Na gut, ich meine jetzt nicht das Gelbe und Orange, sondern. Na, wenn man genau hinguckt, dann sieht man es. Das ist strukturiert. Das sind zwei Farben übereinander. Ich komme jetzt mit der Kamera nicht näher ran. Das ist zweifarbig. Das hier auch. Ich zeige es vielleicht nachher, wenn ich es vergesse, auf dem Flugplatz. Also, ich nehme die Variante. Hier sehr wichtig, wie gesagt, Höchstgeschwindigkeit 107. Das erreiche ich, wenn ich hier im grünen Bereich bin, im untergrünen Bereich und hier im untergrünen Bereich. Und da muss ich immer aufpassen mit der Geschwindigkeit. Wenn es mal länger Zeit drüber ist, über 110, dann gibt es einen Crash. Dann ist du wolltest gerade sagen, das Flugzeug kaputt. Ja. Das ist halt eine Holzbauweise. Und das, die Holzbauweise ist halt nicht dafür gedacht für drei Motoren. Ja, ist im Gegensatz zu, na, wo haben wir es denn? Im Gegensatz zu der hier. Ja. Das ist die V3-Motor, man sieht es, viel stabiler gebaut und aus Metall. Und die, da kann man auch voll Gas geben. Die Motoren sind vom gleichen Hersteller, aber ich glaube, die hätte eine andere Version vom Motor. Ja. Mit der kann man also Vollgas geben, ohne dass man jetzt Angst haben muss, dass man sofort das Flugzeug beschädigt. Ja. Vielleicht wäre ich mit der auch mal eine Runde fliegen, aber ich will jetzt, mit der hier fliegen, Nachrüstung. Und mit meiner Lackierung natürlich. Die hier. Die zweite Lackierung ist auch, die haben meine, wie nennt sich das, die Aviators, Flotte. Sieht natürlich auch gut aus, ja. Ich glaube, ich nehme sogar die. Obwohl, das Problem mit der Livery ist, sie sieht ein bisschen falsch aus, ja, also, hier im Vorderteil, das hier zum Beispiel, das konnte ich nicht ändern. Ja, hier so, das. Ja, aber so, das ist. Ja. Jetzt mal gucken, wie gefällt mir denn eigentlich jetzt gerade besser. Eieiei. Die oder die? Ich glaube, ich nehme die hier. Ja, bei der habe ich sie ein bisschen übertrieben mit den Schattierungen, weil das hat sich so angeboten. Ja, das sind also die anderen Flugzeuge, wo die Schattierungen. Moment. Das wäre. Ich glaube, das hat auch die. Na. So ist es eigentlich. Sieht es ein bisschen heller aus, ein bisschen schöner aus, ja. Und bei der Fokker war einfach denk so schick gemacht mit den unterschiedlichen Helltöne und Dunkeltöne. Das habe ich ein bisschen hervorgehoben. Das habe ich einfach ausgenutzt. Und wie ich halt der Typ bin, dann gleich übertrieben. Ja. So, den nehmen wir halt. Die Nachrichtung nehmen wir natürlich. So, Lackierung. Ja, hier sieht man nur den Unterschied zu der Bonanza. Das sind die gleiche Farbe gewesen, wo ich genommen habe. Also gut. Dann gehen wir
nach Speyer heute. Hier. Als Abflug. Ganz wichtig, ich habe jetzt Live-Wetter. Und das ist sehr windig. Ich habe gerade einen Testflug gemacht. Ich habe Wind gehabt von rechts. Was bei dem Flugzeug aber sich ein bisschen falsch anfühlt, ist, ich habe Wind gehabt von rechts und mein Flugzeug ist so dermaßen nach rechts abtrieben worden. Und im Normalfall ist es so, wenn der Wind von rechts kommt, dann drückt das Seitenleitwerk hinter nach rechts und man macht eigentlich auch eine Rechtskurve in den Wind. Und das ist dann nicht passiert. Ich bin einfach, also der Wind ist unter die Tragfläche und hat dann praktisch das ganze Flugzeug, also ich bin auf der 16er gestartet so und der Wind, der ist von hier gekommen, ja. Der hat mich in die Richtung abtrieben, ja, und zwar mit der Nase auch in die Richtung. Gleich beim Start nach dem Abheben und die Querruder, die sind nicht drauf ausgelegt, so stark dagegen zum Lenken. Das sind so kleine Dinger da, die, das wird man heute wahrscheinlich ein bisschen größer machen. Ja. Die hätten überhaupt keine Chance gehabt, selbst gegen die neuen Knoten, die wo jetzt eigentlich ziemlich genau im rechten Winkel zu der Startbahn 16 kommt. Ja. Also 100 Grad. Ich muss nachher aufpassen. Ich muss nachher aufpassen beim Start, dass ich sofort, also schon bevor es losgeht, das Querruder voll in der Wind halte. Vielleicht habe ich dann die Chance, dass ich nicht in die Richtung rüberkomme. Ansonsten, wenn ich die Abtrieb wollte, das gibt einen Kampf, dass ich das überlebe. Also, dann starten wir mal los. Dann bis gleich. So, jetzt sind wir auf dem Flugplatz in Speyer. Da in der Nähe ist ja das Museum. Und da sind ja auf dem Dach die zwei Flieger. Also mehrere Flieger, aber unter anderem die Concorde. Und die russische Version da, die Tupolev 144 oder wie die heißt. Ja, ich glaube, das ist 144. Und hier in der Szenerie haben sie aber eine Boeing 747 aufs Dach gestellt oder drauf und andere Flugzeuge. Ist natürlich schade, dass es nicht im Original ist, aber ich denke mal, die Modelle waren einfach nicht verfügbar. Das ist ein Add-on-Flughafen, der eigentlich recht gut gemacht ist. Aber das ist jetzt heute nicht mein, wie soll man sagen, nicht mein Plan, den Flughafen hier zu begutachten oder so, sondern das Flugzeug zum Testen oder bis das Testen wieder ein bisschen Routine kriege, weil es doch wirklich sehr schwierig ist mit dem Flugzeug. Es ist im Grunde genommen einfach, das Flugzeug, aber es ist schwierig, es nicht kaputt zu machen. Ja. Also starten wir mal schon durch. So. Ja, was auch komisch ist bei dem Flugzeug, was nicht ganz stimmt, wenn ich hier mit dem Gewicht weitergehe, dann geht der Schwerpunkt nach links. Obwohl jetzt, mein Gott, die Passagiere sind jetzt, dass ich das Gewicht auf die Passagiere übertrage. Aber normalerweise müsste das zentriert bleiben. Also ich gehe auf jeden Fall hier zurück, so. In der Hoffnung, dass sie beim Bremsen nicht nach vorne gibt, da bin ich mir nicht mehr ganz sicher, wie das war. Also ich mag es auf dem Rollwerk, wenn ihr Bremse gibt ein bisschen nach vorne, aber wenn ich jetzt das Gewicht zum Beispiel hier so nach hinten setzt, dann habe ich Angst, dass der Wind unter die Tragfläche geht und ich dann gar nicht mehr hochkomme. Ja. Aber wenn ich es hier auf 50% mache, so wie ich es oftmals mache, dann geht der Schwerpunkt nach links. Also ich gebe hier auf jeden Fall mal 170 ein und hier 170, dann habe ich mal, weil das funktioniert einigermaßen. Und jetzt bin ich hier im Gleichgewicht. Und hier. Ich lasse mal so.
Ich lass es mal so. Ich versuch's mal so und das sieht mir ja gleich, wie es ist. Ja. Was nachher beim Roller auch wichtig ist, ich habe ja hinten das Spannrad. Moment, gehen wir mit der Kamera schon dran. Ja. Na, so. Da unten das Spannrad. Na, jetzt sieht man die Lackierung, weil ich vorher gemeint habe. Genau. Das ist nicht einfarbig. Wäre das ist einfarbig. Hoppla. Noch ist die gelbe Schrift. Wo haben wir sie denn? Ich habe das gelbe ganz weggemacht, geht. Dann habe ich es inzwischen geändert. Auf jeden Fall sind die Farbe nicht einfarbig, ja. Also das Spannrad hier, beim Thema. Das ist fest verriegelt. Und wenn ich im Cockpit bin, dann muss ich die Jokes ganz nach vorne tun, beziehungsweise das Steuerrad. Und dann ist die Entriegelung offen und sobald ich es so mache, ist es wieder verriegelt. In Geradeausposition. Und muss ich wieder so machen, dann geht's auf. Sonst kann ich nicht lenken auf dem Taxiweg, auf dem Rollweg. Ja. Also starten wir es mal. Das ist das Cut-off von Öl und von Benzin. Halt, das bleibt unten. Okay. Hier habe ich, das ist mein linker Regler und das ist der rechte Regler, geht dann beide. Genauso hier. Und hier. Ihr habt nun mal nur zwei Regler pro Einheit, praktisch sechs Regler. Mani kommt dran. So ein bisschen. Dann die Handbremse. Die Batterie an Gummifernbremse, dann gesetzt ist. Gehen wir schon nach oben. Hier hinter ist der Master Switch und Generator, aber das kann ich im Handicap machen. Das funktioniert. Halt, falsch hier. So, andere Seite hier drüber ist Avionik. Das funktioniert auch. Dann hab wenn ich hier die Motoren einzeln einlassen muss, muss ich beim Honeycomb die Magnetos wieder die Kombination wieder trennen, aber ich lasse es so. Es geht halt alle drei gleichzeitig auf Both. Ja, da habe ich kein Problem damit, wenn die Motoren gemeinsam starten. Dann jetzt Moment, jetzt gucken wir mal schön beim Honeycomb, ja, die Batterie. Die Handbremse ist gesetzt. Machen wir die Full Pumps an. Primer. Kurz. 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 Und jetzt starten wir mit dem Honeycomb. Und fertig. Wie gesagt, ich hätte mir jetzt die Mühe gegeben können, jeden Motor einzeln zum Starten. Dann muss man hier auf das separat einschalten. Das hier ist schon eingeschaltet mit dem Avionik-Schalter. Und jetzt gehen wir zurück auf Drehzahl, Manifold Pressure. So weit zurück, dass die Drehzahl bei 1000 hängen bleibt. Und dann sollte man eigentlich warten im Normalfall, bis das im grünen Bereich ist. Und wie gesagt, die Höchstgeschwindigkeit ist mir das größte Problem. Ja. Das ist das größte Problem, ja. Also ist nicht alles, funktioniert nicht alles. Aber jetzt habe ich eigentlich den Motor gestartet. Vergaserheizung hat es da, hier hat es die Vergasertemperatur. Brauchen wir jetzt aber nicht.
Das lasse ich auch heute unbeachtet. Dann meine Flugroute, oder was ich eigentlich jetzt vorhab. Moment mal, bestimmt. Das Fenster auf. Ich fliege hier nach Ludwigsburg. Es heißt nur Lubuk. Nicht Ludwigsburg, sondern Lubuk. Das fliege ich an mit 94, das kann ich schön einstellen. Hat natürlich noch keinen Empfang, das war klar. Und dann, wenn ich dann hier angekommen bin, fliege ich nach Stuttgart. Und zwar, Moment, habe ich hier ein DME? Nee, okay. Dann fliege ich das hier an. Das hier ist nur ein DME. 116.85. 116.85. Jetzt schon Ausschlag. Das muss ein anderes sein. Das kann nicht sein. Und dann habe ich hier eine 252. 252. Also das darf ich jetzt noch gar nicht beachten, das da unten. So, das wird mit dem Flugzeug, das war jetzt auch komisch. Jetzt habe ich es eingestellt, Kit. Und jetzt hat es gerade wieder auf Null gesetzt. Okay. Jetzt ist alles vorbereitet. ATF ist vorbereitet. Das hier ist vorbereitet. Alt habe ich eingeschaltet, was eigentlich unnötig ist. Temperatur ist noch nicht ganz im grünen Bereich. Okay, aber es passt. Ich habe noch kein Vollgas. Das ist vorbereitet. Dann geht es an die Lichter. Bei dem Lichter weiß ich gar nicht mehr, ob das Handykopf funktioniert. Nachlichter. Strobs funktioniert nicht. Mit Handykom muss ich von Hand einschalten. Nicht betriebsbereit. Da habe ich Video vorher noch anguckt, damit ich weiß, wie es funktioniert. Und das Ding da. Okay. Das funktioniert, ja. Okay. Und zwar war da im Heckbereich. Hier hinter auf. Hier hinter. Da war ein Licht, wo blinkt hat.
Das war das Throw praktisch, das ist der Beacon-Ersatz. Okay. Dann geht's los, meine Kameraeinstellungen. Normale Ansicht. Zoom-Ansicht. Halt. Und BFA-Ansicht. Ja. Dann habe ich die Ansicht und die, dass ich auch beim Roller ein bisschen mehr sehe. Oder auch eventuell ein bisschen die Gegend angucken kann, was mit dem Flugzeug gar nicht so möglich ist. Dann habe ich hier die Overhead-Pedestal. Halt. Außenansicht, Außenansicht, Passagieransicht und der andere Passagieransicht. Ja, also wenn ich die Gegend angucken will, dann wenn ich hinterher rum angucken will, mache ich so. Und wenn ich vorne rum gucken will, dann mache ich so. So, dann stellen wir die beiden Fenster ein, wie sich's gehört. Echo Delta Romeo Yankee Traffic Martin Romeo Juliet 66 is taxiing to runway 16. Okay. Also ich muss praktisch es gibt eine längere Tour. Kann sein, dass ich dann geschwind schön auf Pause mache. Das wird sich das. Je nachdem. Ich muss ja nicht alles aufzeichnen. So. So, dann habe ich jetzt alles im Bild drin. Das kann ich jetzt aber mal vorläufig ausschalten. Das Flugsicherung kann ich auch ausschalten, weil ich muss ja nur ankündigen und das überspringe ich. Das überspringe ich. Okay. Na, ist noch geschwind. Ein paar Bilder geschwind vom Abflug. Weil ich will ihm natürlich immer ein paar Bilder haben, ist ja klar. Das ist ja klar. So. Jetzt endet der Funk. Ah! Das sieht ja gut aus, dass sie sich bewegt. Ja. Dann geht's jetzt los. Auf der 1.6. Das wäre, ich muss praktisch von links hinter. So, also ich muss jetzt nach links. Pushback. Also wie gesagt, ihr müsst jetzt den Yoke ganz nach vorne drücken. Ja.
wahrscheinlich mache jetzt alles wieder viel mit kaputt. Oh ne, ich komme noch rüber. Hä, ist hoch genug. Okay, der Flieger ist größer als man denkt. Ich gehe vorne raus. Auch hier sieht man bei Lackierung. Die haben jetzt nicht die Mühe gemacht, jedes Al. Was ist jetzt mit der. Was ist mit dem Taxibay los? Moment, ich kann gerade nicht wieder trinken. Was ist gerade nicht möglich zum Lenken? Na, also komm, der Gärtner wird mich hassen. Also ich bin vorher schon mal geflogen an dem Flugplatz. Da war der Taxi war okay. Da war hier nicht die Flagge drin, dass die Bodentextur durchguckt hat. Alten. Ja, genug Platz. Also auch groß darf die Flieger nicht sein. Ich meine, ich habe jetzt einen großen Flieger, aber viel breiter darf es jetzt sein. So, jetzt nur links gebremst. Ein bisschen Seiderruder. Also ATC. Lass ich jetzt außer vor. Handbremse. Also ich habe keine Flaps. Ja. Hier vorne sieht man. Das Museum. Ich wusste gar nicht, dass der Flugplatz so nah am Museum ist. Also wenn ich das nächste Mal in das Museum gehe, dann brauche ich ja nur darüber gucken, das ist ja der Flieger. Naja, also hier ist der Eingang vom Museum normalerweise, dann ist das IMAX-Kino. Und irgendwo auf den Dächer sind dann oben drauf die Tupolev. Die Tupolev und die Concorde. Okay, gehen wir nochmal zurück ins Cockpit. So, die Aufzeichnung geht jetzt, glaube ich, schon eine halbe Stunde. Bin da immer noch am. Nicht mehr auf der Startbahn. Ja, aber es sind ein paar wichtige Sachen, wo ich einfach auch festhalten will, weil ich mir das Video dann angucke. Ich habe Höhe und der Kreiselkompass kalibriert gerade. So, also ganz wichtig beim Start.
die Geschwindigkeit im Blick haben, das hier alles im Blick haben und vor allem der Wind. 10 Knoten von rechts. Das heißt, die Querruder haben wenig Auswirkungen. Auch nachher, wenn ich ein bisschen langsamer fliege, so ja, selbst wenn beim Reisegeschwindigkeit von 80 Knoten, wenn die Querruder sehr wenig Effekt. Ja. Also man fliegt sowieso meistens auch bei 100. Ja, das kommt ja hier alles unterhalb vom grünen Bereich. Manifoldbrecher unterhalb vom grünen Bereich, hier unterhalb vom grünen Bereich. Das bringt es ja auch nicht. Also, alle Hebel nach vorne. Und hier ein bisschen aufpassen mit dem Ende vom Ding. Querruder in der Wind. Da habe ich Glück gehabt, der kommt gerade noch. Der landet. Ja gut, der Wind ist. Der Wind ist rechts. Wie links rum. Egal. Da habe ich Glück gehabt. Ja. So, und jetzt müssen wir Richtung. Gehen wir geschwind den Drehzahl runter und der grüne Bereich, bevor ich es Richtung einstelle, und hier so ungefähr auf 2. Hier obere grüne Bereich. Hier. Und dann öffne mal die Karte. Also das mit dem Querruder in der Windlenker ist wichtig, wahnsinnig wichtig. Ja. So, weg vom Gas. Hier sieht man schon, ich bin schon im Grenzbereich zur Höchstgeschwindigkeit. Also nach dem Flugstart hat man wenig Zeit, sich um die Aussicht zu kümmern. So, und ich fliege jetzt Richtung 120 ungefähr. Also wenn jetzt das Flugzeug trimmt, dass er die Höhe beibehält, dann habe ich hier, wenn ich im unteren grünen Bereich bin, dann erreiche ich schon fast die Höchstgeschwindigkeit. Die Karte kann ich ausblenden, wenn ich
Ich habe jetzt ungefähr den Kurs und ich habe auch hier. Das LDB von Ludwigsburg, von Lüburg, Lüburg heißt es. Habe jetzt im Empfang, dann kann ich das ausschalten. Was mich jetzt wundert, ist, warum ich hier einen Heading-Bug habe. Den kann ich ja geschwind hochdrehen auf 120. Dann weiß ich immer schneller, wo ich... dann weiß ich immer, wo ich hin muss. Gut, ich hätte die Autobahn nicht lang fahren, fliegen können. Das ist, glaube ich, die A6. Ja, die Sonne steht schon ziemlich tief. Ja, aber es müsste reichen. Das müsste reichen. Also das Flugzeug driftet ein bisschen nach links ab. Ich muss jetzt immer ein bisschen mit dem Querruder gegen steuern. Ich habe eine Ruderdrehung. Ich bin mal geschwind. Könnt ihr mal geschwind testen, ob das funktioniert. Da habe ich die Ruderdrehung ein bisschen nach rechts gemacht. Das war zu viel. So ist es ein gemütliches Flugzeug, ja. Man kann keine akrobatische Manöver machen. Das heißt, nachher auch noch natürlich eine Herausforderung ist die Landung. Also hier ADF und Headings sind synchron, also weichen nicht ab. So, mal gucken, was draußen los ist. Hoppla. Das hat er jetzt plötzlich darüber gezogen. Da ist es natürlich auch schlecht. Ja, ich kann jetzt nicht mal kurz das Steuerhorn loslassen. Das geht gar nicht. Du musst es praktisch fest mit beiden Händen
am Handy kommt, fliege. Oder eine Hand. Hängt er. Das ist los. Jetzt geht's weiter. Ich habe eigentlich schon lange keinen Absturz mehr gehabt. Gott sei Dank. Und auch jetzt benutze ich das Map-Zusatzprogramm nehme und seitdem habe ich auch kein wo ich nämlich offline kick, obwohl sie auch was brauchten, dass sie da was geändert haben mit den Servern. Da kam so eine Information von Microsoft raus, was mit dem Server geändert. Ob das jetzt mit dem Offline-Ding zum Druck hat, das weiß ich nicht. Gucken wir mal schön auf der Karte, wie weit es noch ist. Ja, der halbe Weg haben wir schon. Geht ein bisschen mit dem Gas zurück. Ich steige immer leicht, ich will eigentlich auf 2000 Fuß bleiben. Und ich denke mal, bis zum Erreichen von Lüneburg wollte ich jetzt einen Cut machen. Ich habe ein bisschen den Sinkflut eingekleidet mit dem Gaszug und schon ist er rüber geschwappt. Was auch noch ist, man kann natürlich die Propeller verstellen, wie üblich ist, aber sobald man Gas gibt und abbremst, verstellt sich das Propeller, da muss man nachträglich korrigieren. Also nicht so wie bei den modernen Fliegern, die wo dann einfach die Drehzahl beibehalten, ist da nicht so. Ungefähr. Ja, ungefähr. Also mache ich jetzt schön eine Pause, was die Aufnahme angeht, fliege bis nach Lüneburg und dann schalte wieder ein. Also bis gleich. So, da bin ich wieder. Es gibt ein kleines Problem. Und zwar, wenn man es hier und hier sieht, liege ich nicht genau mit dem Heading Richtung dem LBU, dem Lüneburg BOA. Das liegt daran, dass ich Seidewind habe. 26 Knoten. Das drückt mich darüber. Und die haben Wahnsinns Vorhaltewinkel. Also wenn ich jetzt nach Hause gehe,
praktisch die Ansicht praktisch zurückgesetzt. Das heißt, ich fliege nach vorne und ich brauche den Vorhaltewinkel, damit ich in die Richtung hinüberfliege. Und im Cockpit macht sich dadurch bemerkbar, dass sowohl das VOA, das NDB als auch das hier eben nicht direkt vor mir ist. Ich wollte auch nicht in Stuttgart landen, sondern hier oben in Vilkeshofen. Und das wird eine Herausforderung. Ganz am Anfang, wo ich mir den Flieger gekauft habe, habe ich da meine Landung gemacht mit dem Einmotoriger. Und das war eine gute Landung. Wirklich. Das war richtig klasse. Ich war selber überrascht. Also das war auch ein Stück weit ein bisschen ein Glücksspiel, weil ich mich mit dem Flugzeug damals noch gar nicht auskennt habe. Und ich werde jetzt die Landung mit dem hier versuchen. Ich belasse es jetzt auch mit dem Anflug auf das, ich habe gerade BOA gesagt, ich meine natürlich das NDB LBU. Wir machen einen Sichtanflug auf Vilkeshofen. Das heißt, ich muss erstmal Höhe abbauen. Vilkeshofen selber hat eine Höhe von 1300 Fuß. Und Gott sei Dank ist die Ausrichtung von der Landebahn fast identisch mit dem hier. Ja. Das heißt, ihr werdet jetzt das NDB halt. Jetzt stockt es wieder, was ist jetzt los? Jetzt. Ja, bis hier. Das ausgestellt habe, dass ich den gelben Befehl exakt sehe. Und jetzt geht es rüber auf 62. Und wenn ich jetzt hier was wahrscheinlich mache, springt es wieder zurück. Ja genau, das war's. Ja, man muss es hier drehen. Okay. Dann gehen wir runter. Ich muss auch aufpassen, das ist nun Holzbauweise. Ja, ich darf jetzt nicht so schnell runter und dann versuchen, das abzufangen. Ich weiß nicht, wie gut das simuliert ist. Ah, jetzt bin ich ja schon Ludwigsburger NDB eigentlich, weil das geht dann rüber Richtung Nordosten. Hier vorne muss irgendwo der Flugplatz Backnang-Heiningen sein. Hier, das ist... Okay. Den überfliege ich mal geschwind. Den übersehe ich gern, den Flugplatz Backnang-Heiningen, obwohl ich da ganz oft gelandet bin. Der hat ungefähr die gleiche Ausrichtung. Ich glaube, der hat 10,28. Die kleine Spritztour mache ich noch schön darüber. Aber wie gesagt, gerade den Flughafen, oder den Flugplatz, den übersehe ich so leicht. Obwohl er mir eigentlich ziemlich vertraut ist.
Aber ich getraue mich nicht, den einzufliegen. Der ist... Hoppla. Oh, Geschwindigkeit, Geschwindigkeit. Oh, je. Das war gerade knapp. So, die Höhe peilt jetzt mal. Hier ist der Landebahn. Da ist sie. Da ist sie. Genau. Jetzt geht man rüber. Hier zu landen, traue ich mich nicht so ganz. Da bin ich nicht so geübt und das bei dem Wind, das ist mir zu gefährlich. Ich fliege rüber nach Wöglishofen. Reduziere mal die Geschwindigkeit auf 70 Knoten. Also die Änderung an Geschwindigkeit, an Höhe, an sagt man Bankangle. Ja, das geht ganz, ganz gemütlich. Bei dem Flieger eine ganz gemütliche Angelegenheit. Jetzt habe ich das Problem, ich fliege eigentlich in der Anflugsgeschwindigkeit. Und die Querruder in ganz, ganz wenig Effekt. Da oben müsste es sein, hier.
Ihr muss praktisch schon, den Zickzack muss ich fliegen, so. Sonst komme ich schlecht rein. Ich habe es bewusst die Anfluggeschwindigkeit auf 70 gewählt, schon ziemlich früh. Weil ich das Flugzeug einfach jetzt schnell genug in Landekonfiguration bringe. Und deshalb ist natürlich lang im Voraus das eingestellt. Bin ich im Queranflug. Ja, das hier ist das Haus. Das Haus, an dem ich mich orientiere, das genau auf die Landebahn ausgerichtet ist. Und ich habe jetzt Wind von, exakt von vorne. Das heißt, das ist überhaupt kein Problem, wenn ich jetzt zu nah an der Landebahn bin. Ich werde der Landebahn ziemlich langsam näher kommen und nicht so schnell. Ich mache jetzt auch Sky Dolly an. Und egal wie der Flug jetzt beendet wird, ich werde es anfügen in dem Video. Ich habe jetzt massive Probleme mit dem Querruder. Ich muss jetzt den Querruder praktisch fast bis zum Anschlag bringen. Eilen. Hoppla. Ich komme mitten über. Jetzt. Ja, ich war jetzt rechts von der Landebahn. Ich habe Querruder ganz am Einschlag, ich bin nicht überkommen.
Aber es ging ja gut. Ich habe eine Grasbahn, da ist nicht so schnell, wenn man unter den Nebel aufkommt. So. Dann gehen wir gleich hier rüber. Moment, wo können wir denn da kommen? So, Handbremse. Cut-off. Propeller. Dann Treibstoffhahn dazu und Benzinhahn zu. Dann schalten wir hier wieder aus. Auf. Gibt es hier eigentlich ein Off bei dem? Ne, nur eine Lautstärke-Regelung. Dann mache ich das mit dem aus. Das hier bleibt. Das hier bleibt an, oder wie? Okay, dann gehen wir mal hoch. Generator aus, Batterie aus, Nav aus. Schön check. Dann die Treibstoffpumpe aus, die Magnetos zurückschalten. Tja, das habe ich vergessen, Heizumschalter. Das ist Zündung, Hauptschalter von Zündung, halt vergessen, Heizungsschalter, das ging trotzdem. Da sieht man mal wieder, dass es nicht ganz Systemtiefe hat. Keine große Systemtiefe hat. Da unten ist alles gemacht, okay. Hier ist alles gemacht, dann bin ich fertig. So. Ja, für die, die was nicht gemerkt haben, ich habe die Uhrzeit eingefroren gehabt. Ja, weil ich habe eine Pause gemacht vorher und nicht, dass es dann zu spät war. Wär. So, Abschiedsbild. Und dann machen wir von Marco. Und zwar ein interessanter Flug mit einem sehr, sehr langen Vorspann. Aber das ist für mich wichtig, damit ich weiß, wie man beim nächsten Mal das Flugzeug richtig startet und auf was ich aufpassen muss. Ja. Also, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.